Willkommen zur Fantasiereise Frühling. Leg dich ganz entspannt hin oder setze dich sehr bequem, sodass du ein ganz erholsames Gefühl empfindest. Entspanne dich und lass dich fallen in die Fantasie, in die Träume, in die Vorstellung. Schließe dabei die Augen, um noch weiter in eine Trance zu versinken. Versuch dir vorzustellen, wie endlich der kalte, dunkle Winter vergangen ist. Der Frühling ist eingekehrt und dein Gefühl ändert sich recht schnell. Du möchtest das wunderbare Wetter genießen, ziehst eine dicke, ganz flauschige, warme Jacke an, genauso warme und flauschige Schuhe und gehst ein wenig vor die Tür. Draußen blendet dich direkt das Sonnenlicht, welches du so gar nicht mehr gewöhnt bist aufgrund des vergangenen Winters. Du gehst ein wenig spazieren und gelangst an einen Pfad, der in den Wald führt. Ganz entspannt gehst du diesen Pfad entlang und siehst die großen, herrschaftlichen Bäume, die links und rechts den Weg säumen. Man hört Knacken der Äste und auch ein paar Regentropfen sind zu vernehmen. Den Pfad gehst du entlang und siehst die Sonnenstrahlen, welche durch die Blätter glitzern und die Dunkelheit entzwei schneiden. Ein wunderbares Bild und eine unglaubliche Frohsinn und Glücklichkeit erstreckt sich in dir. Du gehst weiter und erreichst eine Lichtung. Auf dieser Lichtung ist eine große Wiese mit sehr hohem Gras. Auf den einzelnen Grashalmen funkeln Wassertropfen des Morgentaus und glitzern wie Diamanten. Um dich rum ist eine sehr frische und reine Luft
und du atmest tief ein und genießt den Duft der Natur, des Waldes, der Wiese und riechst diesen Genuss. Seitlich siehst du einen Igel, der ein bisschen verschlafen an einem Baum lehnt und genauso verschlafen umherblickt, da er einen sehr langen Winterschlaf hinter sich hat. Er, wie auch wir, betrachten die ersten Blumen, die beginnen zu wachsen. Sie strecken ihre kleinen Blüten in die Höhe und versuchen ebenso ganz nah an die Sonne und ans Licht zu gelangen. Eine wunderbare bunte Vielfalt erstreckt sich über die Lichtung. Sie wiegen sich ganz leicht im Wind und du spürst den Wind ebenso, der ganz leicht um dich herum tanzt. Auch einige kleine Käfer krabbeln herum und glänzen ganz wunderbar, unglaublich farbenfroh in der Sonne. Vögel zwitschern im Hintergrund und man erkennt eine eigene Sprache der Tiere. In der Luft schweben die Schmetterlinge. Sie fliegen hoch und setzen sich auf die Grashalme, als Flugkünstler landen sie perfekt und die Halme wiegen ein wenig hin und her. Auch ein kleiner Hase hoppelt aufgeregt umher und sieht sich immer wieder um. In der Ferne erkennst du ein Reh, das relativ unbewegt dasteht und die komplette Umgebung beobachtet. Auch einige kleine Eichkätzchen huschen umher und suchen ihre Vorräte, welche sie im Herbst parat gelegt haben. Du genießt weiter das wunderbare Farbenmeer der Blüten und Gräser, die in leuchtenden Farben Rot,
gelb, auch lila umherwanken. Der frische Duft der Luft und des Morgentaus betört dich. Du atmest nochmal tief ein und wieder aus. Langsam geht der Tag zu Ende, doch du möchtest diesen Ort nicht verlassen und bleibst noch ein wenig, obwohl langsam die Sonne untergeht. Der Wald und die Lichtung, die Gipfel und die Blüten werden in ein herrlich rotes Licht getaucht. Und langsam werden auch die Stimmen, die du von den anderen Tieren hörst, immer leiser und immer ruhiger. In der Ferne hörst du eine Nachtigall, die beginnt mit ihrem Gesang den Abend und die Nacht zu untermalen. Die anderen Tiere sind gar nicht mehr zu hören. Deswegen machst du dich langsam wieder auf den Weg zurück. Ein paar Glühwürmchen und der helle Vollmond leuchten dir den Weg von der Lichtung durch den Wald, und du siehst bereits in der Ferne den Ausgang aus dem Wald, dem du langsam näher kommst. Schritt für Schritt entfernst du dich weiter und weiter von der Lichtung und gehst Schritt für Schritt weiter und weiter durch den Wald auf dem Pfad hinaus. Der Pfad endet und du gehst einfach weiter, genießt noch die frische Abendluft, die nun etwas kälter geworden ist, und gehst langsam wieder nach Hause. Vor deiner Haustür stoppst du nochmal, drehst dich um und lässt mit einem Blick in die Sterne deine Fantasie und dein Erlebnis nochmal zurückkommen und es wiederholen. Du wirst dich wohl noch lange an diese Reise erinnern. Trotzdem wird es langsam etwas kühler
und du gehst hinein, ziehst die Jacke und die warmen Schuhe aus und wärmst dich mit einer gemütlichen Decke. So fühlst du dich wohl, ganz ruhig und entspannt. Versuche, deine Gedanken noch ein wenig schweifen zu lassen und komm danach langsam wieder zurück. Versuch, deine Beine und deine Arme ein wenig zu strecken. Bewege dich etwas, öffne die Augen und fühl dich nun ganz wohl und entspannt. Willkommen zurück im Hier und Jetzt.